Herzlich willkommen zurück in dem Level Hinterhalt von Tomb Raider The Resurrection. Was ist das? Hilfe! Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe... Hilfe! Also das hat mich jetzt... echt erschreckt. Alter! Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, weil der Zeiger zwischen 5 nach und 10 nach steht und ich muss spielen bis zwischen 10 vor halb und 5 vor halb. Alter, und da gucke ich auf die Uhr und auf einmal höre ich so einen Schuss. Hilfe. Also das war jetzt gemein. Das war wirklich gemein. Und der Schlüssel passt. Wunderbar. Gut. Und ich habe mein Handy immer noch nicht ans Kabel gehängt, das ist immer noch tot. Vielleicht sollte ich das dann nach der Folge mal machen. Also das ist der Kontrollraum. Und hier gibt es bestimmt irgendwas zu tun. Aber was? Hier liegt schon mal was. Ich glaube, das sind Uzi-Magazine. Jawohl. Aha. Und das scheint mir ein Block zu sein. Und es ist, wie es scheint, ein Block. Und da haben wir uns jetzt einen Schalter freigelegt. Wunderbar. Der öffnet unten eine Tür. Also was ich an diesem Level halt ziemlich cool finde, ist, dass sich alles so schön erschließt. Man macht das und dann öffnet sich das. Und dann weiß man, dass man dahin muss. Und dann... Wisst ihr, was ich meine? Hilfe. Also ich muss jetzt echt mal sagen, in diesem Level erschrecken mich die Gegner echt. Also am Anfang waren die ja träge wie nur was. Und total bekloppt irgendwie. Und jetzt sind die auf einmal so... kommen aus dem Nichts und erschrecken mich total. Also die Gegner sind in diesem Level wirklich komisch. Entweder wie eine Schlaftablette. Irgendwie komisch im Kopf, weil die 20 mal einen Block hochklettern und wieder runterfallen. Oder mich total erschrecken. Also irgendwas stimmt mit diesen Gegnern in diesem Level wirklich nicht. Und manche Hunde halten 3 Schüsse aus auf der Automatik und manche nur einen. Wahrscheinlich, weil ich daneben geschossen habe. Egal. Gucken wir lieber, was in diesem Raum ist. Und das ist definitiv ein Schlüssel. Aha. Also der Typ da hat recht gehabt, als er gesagt hat, wir müssen einige Schlüssel suchen. Und der passt schon mal da rein, das ist noch besser. Also dieses Level ist wirklich sehr, sehr schlüssellastig. Wow. Alles klar, Lara ist schon längst tot und schreit immer noch. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, was hier unten überhaupt ist. Ach, eine Leiter, okay. Und ein Schalter. So, das heißt, wir haben jetzt wieder 2 Möglichkeiten. Wir haben einmal die Tür geöffnet, von eben mit dem Schalter, und haben eine Tür mit dem Schlüssel geöffnet. So weit, so gut die Ausgangssituation. Und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten und wir machen das, was am naheliegendsten ist. Und zwar die Tür hier oben, die wir gerade mit dem Schlüssel aufgemacht haben. So, aber bevor wir das machen... Ja, genau, Lara. Wollte ich nur mal gucken, ob da noch in der Dunkelheit irgendwo was versteckt ist. Man weiß ja nie. Cool, das sind Schrotflinten von Tomb Raider 4. Die kann man so richtig vergleichen, wie die bei Tomb Raider 2 aussieht. Und wie die bei Tomb Raider 4 aussieht. Ich habe gerade einen Gegner gehört. Gut, der ist tot. Und die M16, geil. Die Waffe ist so der Hammer in diesem Spiel. Die nehme ich sofort. Die Waffe ist so genial. Ist die beste Waffe im ganzen Spiel, wirklich. Und das ist eindeutig eine Waffenkammer. Hier das Revolver von Tomb Raider 4. Hier sind die Uzis von Tomb Raider 4. Da ist alles entwendet worden. Und hier sind die Schrotflinten von Tomb Raider 4. Und da ist ein Gegner, der mich erschießen will. Aber dem komme ich jetzt zuvor.
So, mal gucken, ob die Tür schon offen ist zu dem Gegner. Nee. Aber kann er mir schon wehtun? Jawohl. Der ist tot. Wir haben durch die Tür geschossen. Und habt ihr gesehen, wie geil die M16 ist? Die ist so geil, die Waffe. Und das Beste an der Waffe, finde ich, ist, dass man dabei noch Rollen machen kann. Man kann schießen und dabei Rollen machen. Saumäßig geil. Also die Waffe ist die allerbeste in dem Spiel. Die behalten wir jetzt erstmal. Die M16 ist richtig cool. So, was wollten wir denn eigentlich machen? Wir haben die Tür auf dieser Seite hier geöffnet. Und dann gehen wir da mal hin. Statten wir dieser Öffnung mal einen Besuch ab. Und ich glaube, das könnte die Zeittür sein. Und die Waffe ist auch echt stark, weil die braucht nicht viele Schuss. Aha. Und die Gegner sind echt schnell tot. Also das finde ich auch total cool. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Also hier ist wieder ein Block. Und den ziehen wir jetzt gerade mal weg. Oh, es sind sogar, glaube ich, zwei Blöcke im Weg. Naja, die kriegen wir schon alle hier aus dem Weg. Genau, das ist auch ein Block. Dann schieben wir den mal hier an die Wand. Da stört er nicht so. Weg damit. Und den Block weg da. Okay. So, und da kommen wir bestimmt wieder an den Schalter, wie ich das Spiel kenne. Aber dafür müssen wir gerade den nochmal wegziehen. Sonst können wir den anderen nicht nochmal ziehen. So. Und hier. Und ich glaube, das dürfte, obwohl dann haben wir den Ausgang so blöd zugestellt. Das heißt, wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf und schieben den Block dann auch noch in die Ecke. Wenn wir hier überhaupt wieder rauskommen. Aber Lara kann ja auf den Block draufklettern. Und vorne wieder runter. Schön, dass Lara so sportlich ist. So, haben wir das aus dem Weg geräumt. Ist immer ätzend, wenn da Blöcke im Weg sind. Und man sehen muss, wo man die hinschiebt, damit Platz ist. Echt ätzend. Wo ist das? Das war jetzt irgendwo eine Tür und ich habe keine Ahnung wo. Aber auch das werden wir noch irgendwie herausfinden. Gehen wir erstmal hier runter. Vielleicht ist die Tür sogar hier... Ach, das war die Tür. Gut, hat sich die Frage schon mal erledigt. Ah. Ja, darauf habe ich ja gewartet. Jetzt kommen wir schon mal an den Schlüssel dran. Sehr gut. So, und hier unten noch. Was gibt's hier noch? Gegner. Ach, der ist schon tot. Und man hat echt viel Schuss auf der M16. Also dafür, dass sie so stark ist, hat man echt viele Schuss drauf. Beste Waffe ever, wirklich. Und die Automatik ist ja auch so geil in dem Spiel. Also wirklich viele coole Waffen. Hier muss ein Schlüssel rein. Und hier war auch irgendwo ein Secret. Das habe ich in Erinnerung. Hier war irgendwo ein Secret. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ich glaube sogar, dass durch die Zeitschalttür sich hier irgendwo was öffnet, wo man zu einem Secret kommt. So war das nämlich. Und zwar hier unten. Da drin ist ein Geheimnis. Und das öffnet sich gleichzeitig mit der Zeitschalttür und deswegen ist sie auch so lang offen. So war es gewesen. Jetzt weiß ich es wieder. Und bevor wir jetzt hier die ganzen Blöcke schieben, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir jetzt erst nochmal hier raus. Die Tür ist zu. Die machen wir jetzt mal auf. Gehen mal da rein. Oh, hier ist das Schlafgemach. Und da können wir durchklettern.
Gut, dann würde ich sagen, klettern wir mal da durch. Geht das überhaupt? Hä? Oh, jetzt so. Ich dachte schon, das geht nicht einschießen. Wir sollten aber vielleicht vorher ein Licht anmachen. Und auch hier sollten wir erst warten, bis das aus ist, weil das bringt uns im Moment noch nichts. Das ist im Moment sehr tödlich. Also gehen wir hier lieber erstmal wieder weg. Ja, wir haben aber noch eine Tür, dann gehen wir mal hier rein und gucken, was da drin ist. Noch ein Schlafgemach und hier ist leider auch wieder ein toter Mensch drin, der es nicht überlebt hat. Nee. Wir nehmen die N16. Und tot ist er. So, jetzt können wir auch mal ein kleines Medipack nehmen. Wir haben ja 12 Stück davon. Und hier in diesem Badezimmer ist doch M16-Munition. Aha. Hab ich fast übersehen. Sieben Fackeln, da müssen wir echt sparsam mit sein. Und ich glaube, das Ganze war jetzt hier nur für M16-Munition. Aber für M16-Muni tue ich alles. Die ist es mir wert. Und der Schlüssel passt hier nicht. Der da. Nö. Nö. Lara sagt ganz klar, der passt hier nicht und dann passt der nicht. Ganz klare Ansage. So, jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir mit diesen ganzen 1000 Blöcken hier machen? Das ist jetzt die Frage. Oh! Okay, hier kommen ziemlich viele Schlüssel hin. Das erklärt schon mal die Frage, was mit den Blöcken ist. Die sollte man einfach nur wegziehen. Also hier brauchen wir noch einige Schlüssel. 2, 3 Stück. Ziehen wir den mal weg. Da könnte ja was drunter liegen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Sinn hat, hier die Blöcke alle irgendwie hin und her zu schieben. Also hier liegen Fackeln, jawohl. Aha. Da kann ich nämlich manchmal auch dunklere Stellen ausleuchten, wenn ich das Gefühl habe, dass ihr auf YouTube in dem Video das nicht so gut erkennen könnt. Weil ich weiß, dass das auf YouTube immer etwas dunkler ist, als ich das hier sehe. Und wenn ich ein paar mehr Fackeln habe, kann ich auch öfter mal was ausleuchten. Nur wenn ich dann am Ende gar keine mehr habe und es ist wirklich rabenschwarz dunkel und ich sehe nichts, dann habe ich verloren. Obwohl, ich kann dann eigentlich auch noch Pistolen nehmen und damit ausleuchten. Das geht auch noch zur Not. Also für mich sind die Pistolen immer so eine Art Ersatzfackeln. So, ziehen wir das mal weg hier und da liegt bestimmt auch noch was drunter. Hier ist noch ein Block und den können wir bestimmt schieben. Und ein Secret. Wunderbar. Aha. Und diese Ruhe im Hintergrund. Diese Ruhe ist göttlich. Diese Ruhe ist echt göttlich. Und jetzt wird es wieder lauter durch die Maschinengeräusche. Aber das gehört zu dem Level dazu. Das ist die Level-Atmosphäre. Gut, dann hätten wir das hier unten schon mal soweit klar. Und gehen mal hier weiter. Ich glaube, hier haben wir noch gar nicht alles erforscht. Und zwar waren wir, glaube ich, hier noch gar nicht. Nö, das waren wir nicht. Und hier sind schon wieder Fackeln. Aha. So, jetzt können wir ein bisschen mit Fackeln auch... Jetzt mache ich mal ein Licht an. Dass ihr auch mal was seht auf YouTube. Ich weiß nicht, wie dunkel das ist. Ich müsste mir das echt mal angucken. Weil wenn die Videos hochgeladen sind, gucke ich mir die nicht mehr an. Aber ich muss mal gucken, wie dunkel das dann ist. Ich weiß nur selber von Let's Plays, dass es manchmal sehr dunkel ist und man es sehr schlecht erkennen kann. Aha. Und das war jetzt hier so ein Raum für so ein paar Goodies. Das ist ja auch mal ganz nett. Ja, und dann hätten wir das. Da kommen wir wieder raus. Und hier, das ist die Zwischentür.
Kann man die aufmachen? Jawohl. Gut. Hätten wir das gelöst. Und jetzt holen wir uns erstmal das Geheimnis mit dem Zeitschalter. Das ist jetzt das allererste, was ich machen will. Das Secret ist mir nämlich jetzt wichtig. Das machen wir jetzt als allererstes. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Oh, ich glaube, die Folge ist vorbei. Das heißt, mit dem Zeitschalter, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao.